Nee, anscheinend nicht. Ich konnte auch mit der Unsichtbarkeit einfach da hoch, aber... Das war... Ein kurzer Moment da... Ah! Dachte ich, er macht genau das. Genau das. Sweet Tense indeed. Monka. Sieht ihr das Oddworld? Das war so scheiße knapp. Ich bin tot. Dass Oddworld einen Zweispieler-Modus hat. Wo man einfach abwechselnd spielt, eigentlich so total sinnlos. Hi! Du Kacke, ey. Nur weil der eine Typ da oben aggressiv ist. Aber nicht durch, okay. Okay. Weil der Retro den Entwicklern sagen, dass der Controller oben eine Sache ist, die man machen kann. Wer weiß. Ich glaube, ich habe jetzt schon zu viel Zeit gewastet da oben. Da hätte ich ja nicht mit dir rechnet, Brudi. Guten Morgen, Potara. Nein! Oh, scheiße, geil. Die wurden einfach zerhackstückelt, Leute. Jetzt haben wir einen Potara und einen Potari. Cesar McClear, danke dir für 10 Monate treu. Vielen Dank. Oh. Nein! Dieser eine Scheiß-Fleck tötet jetzt alle. Reek. Hätte er nicht auch da reinspringen können in die Säge? Los, geh da rein! Nice. Was? Ist sie gerade früher umgekehrt als eben? Ah. Oh. Sasis. So, du Penner, erstmal kriegst du eine geklebt. Jetzt entschuldige ich mich bei dir. Okay. Okay. Dafür, dass du alle gekillt hast hier fast. Komm mit. Dankeschön. Runter mit euch. Für nächstes Turnier haue ich Chris recht ins Gesicht und sage dann sorry. Aber nur, wenn ich es verdient habe. Bitte. Okay, Map. Das wäre geil. Ein Oddworld-Spiel, wo man No-Porn retten muss. So, wieder zurück zum Eigentlichen. So, da können sie ihre tierischen Instinkte haben, wie sie wollen, aber wenn sie mich nicht sehen,
Wenn sie mich nicht sees, gibt's auch kein Soß, Leute. Und jeder weiß, wer Saß macht, muss auch Soß sagen. Actually 2 IQ Play. Ey, guck mal, meine Leiche wurde noch unsichtbar. Psst, never ending game. Das weiß niemand. Wobei, wissen wir wirklich, ob die keine Augen haben? Vielleicht haben sie ja Augen. Das ist keine normale Sache. Hast du Hunter x Hunter geguckt? Nein. Noch nicht. Aber Sigi sagt, ich soll machen, sonst werde ich sterben. Zitat. Eigentlich hat er das nicht gesagt, aber Sigi sagt, ich soll machen. Sigi sagt aber auch, dass die Serie 30 Folgen braucht, um gut zu werden. Never ending game. Es ist Persona. Passend. Und bong. Was bin ich da im Hintergrund? Kann ich irgendwie einen Paramite herholen? Nicht mitkommen! Oh mein Gott! So. Mein Fla... Ah. Shit. Okay, wo war jetzt das... Wo war denn jetzt das Teil zum Gegenhauen? Actually nicht gesehen. Da. Bin tot. Weil ich wieder mal einen Schritt zu wenig gelaufen bin. Zero Marco, 12 Monate, 3 Tage geschaut. Wieso spielst du eigentlich das alte Oddworld und nicht das Remake? Erstens, das ist noch gar nicht raus. Und zweitens... Finde ich das... Den ersten Teil vom alten Oddworld besser als das Remake. Das Remake ist auch cool. Aber der alte Teil wird für mich unübertroffen sein. Mal gucken, wie es mit Exodus wird. Oder Soulstorm, so heißt es ja. Also New and Tasty ist auch gut. So, ne? So ist nicht, aber... Odyssey selber fand ich besser. New and Tasty hatte eine Sache, die nämlich echt gar nicht mal so geil war mit der Rollmechanik, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Haben wir unter einem Video mal mit Leuten besprochen. Es ist cool und ist auch sehr gut, dass es neu gemacht wurde. Das auf jeden Fall. Aber Odyssey fand ich noch ein bisschen cooler. Aber Odyssey ist nicht andersweise so geil wie Exodus. Deswegen bin ich extrem gespannt auf Soulstorm. Ich bin freue mich drauf. Und wir sind übrigens schon beim Paramite-Finale jetzt. Alright. Let's go! Yikes. So knapp. Kurzer Zwischenspeicher. Er sagt, ups, weil er einen Paramite gekillt hat, glaube ich.
Das war sehr close. Nein! Falsche Taste gedrückt. Demon Ex Machina haben wir noch gar nicht gespielt. Also die Demo davon. Aber Gordon ist da sehr angetan. Von dem Game. Alter, gleich 4 Paramites. Er übertreibt halt. Boah, Fliege, verpiss dich. Die Geräusche. So, ich glaube, das war's sogar schon. Der Abgrund, ja, das ist richtig geil. Oh. Richtig clean. Ein Tod. Ich hoffe, es ist laut genug. Schreit, wenn nicht. Freaks oder was sonst ihr seid. Ist euch klar, dass die Glackens eure Knochen dazu benutzen, um Soulstorm-Brühe zu brauen? Das war ja nicht der Stern auszukriegen. Jetzt sag schon, was du dagegen tun willst. Wieso gerade ich? Du warst unser Held auf Rapture Farms. Nur du kannst diese edle Brauerei klein kriegen. Ihr schickt mich tatsächlich in diese Soulstorm-Brauerei? Danke, mir langt. Hör zu, wir werden nach Schriften hier versetzen. Spirituelle Potenz. Ja! Seid ihr da? Ich hatte das schon öfter erlebt. Ja, als man mich mit diesen Kräften zur Rapture Farms schickte. Oder als ich die Kreaturen von Oddworld so zu sehen bekam, wie sie früher einmal waren, bevor wir sie zu leckeren Häppchen verarbeitet haben. Wir hatten unsere Vergangenheit vergessen. Und das sollte uns nun unsere Zukunft kosten. Und vielleicht auch unsere Seelen. Komm näher ran! Neu und verbessert! Was ist das? Nicht nachdenken! Trinken! Hey, nun mach schon! Schluck's runter! Okay. Zuerst verteilten die Glackens ihre Brühe gratis. Oh, lecker. Aber sobald die Bodake zu trinken begannen, konnten sie nicht mehr aufhören. Die Glackens versprachen ihnen, wenn sie arbeiten würden, jede Menge Brühe. So viel sie nur wollten. Ist klar? Sie sind drauf reingefallen. Komm noch näher. Ich liebe diesen Job. Geilster Humor. Und jetzt wollen die drei unheimlichen Bodakens, dass ich die Brauerei zerstöre. Aber zuerst muss ich meine Leute da rausholen. Und ich hatte die Kraft bekommen, an Brühe erkrankte Mudakens zu heilen. Alter, Abe, actually support now. Ich liebe diesen Job. So. Ja, wie er gesagt hat, jetzt können wir Krankheiten heilen. Also, die. Jetzt wieder schön daneben gesprungen. An erkrankte Mudakens können wir jetzt heilen. Moin, Robin. Und zwar so. Und da sind die Mods auch wieder einsatzbereit. So, helft mir mal hier. Ja, gut, okay. Warum machen wir der einen jetzt? Mods! Sorry. Scheiße, warte. Mods! Nein! Fuck! Oh. Ich suche einen anderen Befehl. Jetzt aber, Mods! Nein! 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 Ja! Geht doch. Wir alle. Jo, 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 jo. Mitkommen. Okay, 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 okay. So sie auch mal, wenn Suins was befehlen möchte, ja. Ich scheite einfach kläglich. Zum Feko-Depot. Oh, jetzt schon. Stimmt. Yikes. Moment.
Wie habe ich das wieder ins Regal gestellt? Ah, ich kann nicht nach hinten lehnen, der Stuhl hängt fest. Oh mein Gott. Scheiß Stuhl, roll nach hinten, du hast Räder. Oh, mein Gott. Ach, Brady. Vielleicht gibt's aber nächstes Mal kein Essen mehr, hm? Ich merke jetzt gerade richtig, wie ekelhaft verklebt mein Rücken ist. Bah. Oh, geil, eine der besten Cutscenes des Spiels. Ich hasse diesen elenden Kerl. Moloch wird uns zu Männern machen. Zuerst Rapture Farms und jetzt Necromines. Wir sollten ihm aus dem Weg gehen. Wo seht ihr eigentlich die Probleme? Ich erkenne eher das Positive. Das ist meine, unsere Chance, ganz groß zu werden. Halt die Schnauze, Aslek. Du hast hier gar nichts zu reden. Geschätzte Herren Kollegen, wir können den Kuchen doch ganz friedlich unter uns aufteilen. Unsinn! Wir sitzen alle drei ganz schön in der Tinte. Was wollen wir dagegen machen, hä? Was? Ah, nur keine Panik. Natürlich nicht, du Idiot. Wir werden uns so verbarrikadieren, dass man schon unsichtbar sein müsste, um hier einzudringen. Also, wir können uns unsichtbar machen. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Kann man eigentlich aus den Typen Eis machen? Verratet mir das mal. Auch übrigens Shoutouts an den Geist, einer der geilsten Villain-Namen ever. Der Typ heißt einfach Aslik. Aslik heißt der Typ, Leute. Das ist tatsächlich wahr, Schinka. Schinkas, Entschuldigung. Alf. Close. Fuck, er musste sich noch umdrehen vorher. Damit rechnete ich nicht. Ich nehme einen großen Trockenentsafter. Ja, ganz doof das Timing gerade. Immer noch ganz doof. Das könnte super sein. Close. Hilfe! Mal gucken, ob ich es im YOLO-Modus schaffe. Okay, I tried. Als ich das erste Mal LP't habe. Das ist wirklich eine ganze Weile her dann. Finde ich gut. Close one. Das war so ein halber YOLO. Das war der YOLO-Kompromiss. Und ich glaube, Leute, wir kriegen ab jetzt auch die super geilen, ultra witzigen Slick-Nachrichten immer. Deswegen, Gönnung.
Die McGrugs auf dem Vormarsch. Neueste Nachrichten. Die letzte Meldung zuerst. Um den hinterlistigen mudakischen Terroristen Abe. Vermutlich unterwegs in Richtung Soulstorm-Brauerei, am Betreten des Geländes zu hindern, ist nur auf Befehl der drei Vorstandsdirektoren die Öffnung der Tore erlaubt. General Drippick, Vizepräsident Aslick und Direktor Flagg. Bei weiteren Fragen oder Anregungen ziehen Sie bitte den Hebel zu Ihrer Rechten. Chinkas, 8 Monate Treue, Dankeschön. Bei weiteren Fragen und Anregungen ziehen Sie bitte den Hebel zu Ihrer Rechten. Was kann da schon schief gehen, Leute, wa? Ach man, das Spiel ist so geil. Oh, das Spiel ist so schön. Oh ja. Ich verstehe zwar nicht, warum wir jetzt actually diese ganze Brühe saufen, aber wir können jetzt unsere Fürze kontrollieren und explodieren lassen. Onkel Aslicks Touristentrip Nummer Tipp Nummer 1. Spaß mit Fürzen. Uff, sieh mal, was passiert, wenn du die Brühe trinkst. Furzen auf eigene Gefahr. Na. Oddworld hat Fürze schon kontrollieren lassen, bevor es cool wurde. Ich muss aber sagen, Leute, eigentlich finde ich, auch mit Blick auf die Uhr, weil wir gleich 10 haben, da wir jetzt wieder einen kompletten Abschnitt hinter uns gelassen haben, ist es eigentlich ein sehr guter Moment zum Schluss machen. Und der Framemaster ist nicht abgestürzt, Leute. Das ist das Allerbeste daran.